Was geht ab, Leute? Heute zocken wir zum ersten Mal Clash of Clans, Leute. Ich bin gespannt. Ich zocke ja hier auf dem Kanal sehr oft Clash Royale. Und dann dachte ich mir, weil Clash of Clans jetzt ja auch auf dem PC rausgekommen ist, wenn wir mal Clash of Clans zocken. Ich weiß schon ein bisschen, um was das Game geht. Und zwar muss man hier so ein Dorf aufbauen und sozusagen so verteidigen. Aber ich habe es eigentlich nicht so richtig gespielt. Und ja, jetzt zocken wir es zum ersten Mal auf dem PC. Also da gebe ich auf jeden Fall jetzt keinen Gem für aus. Da warten wir lieber 10 Sekunden. So, und jetzt werden von den Kobolden angegriffen, finde ich. Okay, let's go. Okay, wir haben jetzt 3 Magier bekommen. Wir können die jetzt hier so einsetzen. Let's go. Haben wir jetzt schon 1 Stern. Wir können hier noch so rausholen. Ich muss sagen, die Steuerung ist eigentlich ziemlich nice. Dafür, dass es ein Mobile Game ist, muss ich sagen. Gefällt mir die PC-Version schon sehr. So. Dann müssten wir jetzt eine Bauarbeiterhütte bauen. Und ein Elixiersammler. Da warten wir jetzt auch die 10 Sekunden. So, und jetzt gibt es noch ein Elixierlager, damit wir mehr Elixier lagern können, schätze ich mal. Okay, was ist das? Kernburg. Okay, wir haben jetzt ein Schiff hier. Baue ein Goldlager. Ja, das machen wir jetzt auch. So, also unser Dorf wird schon ein bisschen größer. Let's go. Natürlich gerne Tipps und Tricks in die Kommentare rein. So, unser Goldlager ist jetzt auch fertig. Und hier dieser Kobold, Leute, der Hochkobold. So, und jetzt müssen wir eine Kaserne bauen. So, dauert wieder 10 Sekunden. Jetzt können wir unsere ersten Truppen ausbilden, Leute. Wir machen hier ein paar Barbaren. Wir machen einfach so viele, wie es gehen. Nice. Wir warten lieber 2 Minuten. Weil ich will jetzt nicht einfach Early Game einfach ein paar Gems ausgeben. So, Leute, wir haben die Truppen jetzt ausgebildet. Und jetzt werden wir einen Angriff auf die Hodenkobolde hier durchführen, Leute, let's go. Hier, wir spawnen hier ein paar Barbaren einfach so. Let's go. Sollten wir nicht easy hinbekommen. Okay, let's go, noch dieses eine Gebäude hier. Und wir haben es wieder geschafft, Leute, let's go. So, toller Kampf, ja, super. Der Name. So, ich würde sagen, wir nennen uns einfach mal Gewürzgurke. So, let's go. Noch eine Frage. Natürlich bin ich hier 99 Jahre alt. Ja. So, wir verbessern jetzt unser Rathaus hier. Dauert jetzt auch noch 10 Sekunden. Können wir noch ein paar Truppen ausbilden? Ne, wir müssen jetzt warten. Gute Arbeit. Naja. So, was ist das jetzt hier? Ein paar Herausforderungen, also so, ich schätze mal, das sind so tägliche Quests. Und das ist hier sozusagen so ein Pass, schätze ich mal. Okay, ja, viel Glück. Achso, es war das Tutorial jetzt, ist fertig oder wie? Na, hier wird dir vorgeschlagen, was du als nächstes bauen oder verbessern könntest. Achso, okay. Neuer Elixiersammler. Kann ich diese Dings jetzt upgraden? Oder wird das hier direkt geupgradet? Okay, hier haben wir auch irgendwas. Ereignis, Leute. Okay, können wir noch was bauen? Ja, wir können noch so eine Mine bauen auf jeden Fall. Dann bauen wir hier noch so eine Mine. Und Verteidigung können wir noch viel bauen.
Noch eine Kanone bauen wir dann. So, wir haben keine Bauarbeiter mehr. So, jetzt sind sie wieder frei. Sagen wir, bauen jetzt die Kanone. Hier nehmen die andere Kanone. Nice. Und wir können noch hier diesen Turm bauen. Weil wir warten jetzt ein paar Sekunden. So, let's go, dann bauen wir hier diesen Turm hin. Nice. Können wir das hier verschieben? Ja, können wir, let's go. So, dann ist der eine Arbeiter jetzt auch fertig. Bei den Ressourcen haben wir jetzt noch einen Elixiersammler, den wir noch bauen können. Okay, wir sind jetzt Level 2 aufgestiegen. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier ein paar Quests abgeschlossen. Aber wir haben nicht genug Lagerplatz. Das heißt, wir müssen das hier upgraden. Aber wir haben kein Gold dafür, Leute. Schade, schade. Okay. Können wir noch was ausbilden? Aber wir machen ein paar Barbaren. Okay, 8 Stück sollte eigentlich reichen. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen Gold sammeln, aber wir haben hier zu wenig. Hier können wir jemanden angreifen wieder. Hier Angriff, Leute. Aber ich glaube, die können wir nicht angreifen, Leute. Die sind noch viel zu heftig. Hier Einzelspieler, Leute. Die können wir safe angreifen, Leute. Die sind safe jetzt nicht so stark, Leute. So, wir spawnen jetzt hier die Barbaren einfach mal hier einfach so rein. So, die sollten jetzt eigentlich die Kanonen auseinandernehmen. Also ich hoffe auf jeden Fall. Wenn nicht, wäre schon mies scheiße. Aber wir sollten es eigentlich hinbekommen. So, das gerade der Barbar hat es geschafft. Jetzt haben die, glaube ich, keine Verteidigung mehr. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir gewonnen. Bekommen wir auch, wenn wir gewinnen, 1500 Juwelen oder wie heißt das, Elixier. Und Gold, Leute, das war. So, perfekt. 100%. Und jetzt können wir auch unser Lager hier verbessern. So, let's go. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld, können wir diese Zäune bauen oder wie die heißen. So. Dann bauen wir hier erstmal so eine Linie entlang. So, und ab jetzt werden wir hier so reingehen. Okay, jetzt können wir keine mehr bauen, schade Leute. Ich würde sagen, wir positionieren jetzt erstmal diese Dinger hier ein bisschen um. So. Okay, dann kommt das hier auch ein bisschen näher ran, Leute. Weil da können wir sozusagen mehr da in diese, in den Platz sozusagen reinbekommen. So, das Ding kommt jetzt auch hier rein, let's go. Nice, die Kanonen müssen noch rein. Ich würde sagen, die Base sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ist noch nicht perfekt, Leute, noch kein Meisterwerk, aber ist schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. So. Die Dinge bauen wir einfach mal hier so rein und die Kanone kommt jetzt hier rein, Leute, perfekt. So nice, ich würde sagen, wir sollten mal wieder auch ein paar Leute hier ausbilden. Wir bauen einfach mal so viele, wie es geht. So, und dann verbessern wir das Ding hier auch. So, let's go, wir haben hier wieder irgendwas. Das Ding können wir immer noch nicht einsammeln, weil wir müssen unser Lagerplatz hier verbessern. Sowas gibt's hier. E-Sports. Na gut, das interessiert uns erstmal nicht. Das kostet auf jeden Fall sehr teuer. Das können wir nicht machen. Das eine Mal kostet 1000 Punkte, Leute. Ist auch sehr teuer.
Können wir hier noch was bauen, Leute? Ne, wir können auch noch diese Häuser bauen. So, Leute, wir sind jetzt fast fertig mit dem Upgrade. Nur noch 5 Sekunden. Dann haben wir hier die Kaserne upgradet, Leute. So, jetzt können wir Archer auch ausbilden. Ich würde sagen, wir bauen schon noch ein paar Archer aus. So, let's go 20. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder diese Kobolde angreifen. Obwohl, wir haben hier noch irgendwas. Wir können hier noch ein bisschen Gold abholen, Leute, let's go. Dann können wir das Ding nochmal, oder hier diese Elixiersammler, also können wir auch noch upgraden. Oder diese Verteidigungstürme, Leute. Für 2000 würde ich sagen, graden wir das Ding auch ab. 15 Minuten dauert das jetzt. Okay, Leute, hier können wir noch das Ding hier einfordern. Nice. Ich würde sagen, wir greifen jetzt auch erstmal wieder die Kohle an. So, wir haben hier 18 Barbaren. Die werden jetzt alle hier gespawnt. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt so sich aufhängen, aber scheint nicht. Okay, könnte schwierig werden gegen diese Kanone da. Okay, nice. Wir haben auf jeden Fall die Beute bekommen, schon mal das Wichtigste. Okay, nice. Dann ist jetzt die Kanone da und jetzt sollten wir eigentlich auch gewonnen haben. Sollte, let's go. Das Ding ist jetzt auch down. Nice. Okay. Wir haben auch einen Erfolg freigeschaltet. Und das Ding ist auch jetzt zum Glück fast fertig. Können wir die Dinge upgraden? Ne, können wir nicht. Schade. Okay, ich würde sagen, wir werden auch mal das Goldlager verbessern. Können wir nicht, weil hier diese Arbeit beschäftigt ist. Hier wird auch der Elixiersammler vorgeschlagen, Leute. Dann würde ich sagen, werden wir den als nächstes verbessern. In 8 Sekunden. Sollte das go, der wird jetzt verbessert. Und jetzt sollten wir eigentlich auch das Elixier hier sammeln können. Ne, immer noch nicht. Immer noch nicht genug Lagerplatz, Leute, schade. Aber wir haben jetzt diese Armee voller Archer. Und was gibt's hier? Jetzt haben wir hier auch eine Belohnung eingesammelt. Und wir sind jetzt Level 3. Und was bringt's hier? Ich weiß es nicht, Leute. Lass mal jetzt so einen Multiplayer-Angriff machen, Leute. So. Hier werden wir zwei Barbaren und ein paar Bogenschützen placen. Sagen, die sollten das eigentlich klären. So, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier klappt. So, let's go, der Turm ist down. Und jetzt müssen die zwei nur noch die Kanone auseinandernehmen. Aber warum greift die jetzt hier dieses Ding hier an? Also, das ist schon mal gar nicht, Leute. War mega lost eigentlich. Aber ja, wir sammeln hier auf jeden Fall die ersten Ressourcen ein. Und die Kanone, die hat jetzt ja keine Range, dass die uns hier angreifen kann. Das heißt, wir sollten hier eigentlich ganz gut Ressourcen mitnehmen. So, also in 20 Sekunden ist jetzt der Kampf vorbei. Und ich glaube, die Kanone wird uns jetzt auseinandernehmen. Aber wir haben schon mal 77% hier mitgenommen. Ich würde sagen, für den ersten Kampf ist schon okay. So, vielleicht zerstört noch dieser Archer diese Pumpe hier. Aber 3 Sekunden reicht auf jeden Fall nicht aus, Leute. Wir bekommen sogar noch 20 Trophäen. Ein bisschen Gold, Leute, nice. Okay, in der Zeit können wir nochmal dieses Ding hier verbessern. Okay, nice. Dann können wir auf jeden Fall wieder mehr Elixier lagern. Okay, das hier können wir auch nicht mehr verbessern. Jetzt müssen wir wieder 20 Minuten hier warten, bis wir hier was machen können. Also ich weiß ja nicht, Leute. Okay, dann bauen wir nochmal ein paar Archer aus. Ein paar Barbaren, Leute. Nice. Irgendwie hier steht, dass wir bis 40 ausbauen können. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Aber ja, ich baue einfach mal nochmal 10 Barbaren und 10 Bogenschützen. So, let's go.
würde auch mal sagen, das war's erstmal für die erste Folge von Clash of Clans. Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch ein paar Zeit haben wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und ciao.